Vive l'Empereur, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zurück bei March to Glory hier in der Schlacht von Borodino, die wir jetzt wohl auch zu einem Ende bringen werden. Wir schauen uns aber nochmal an, was die russische Armee tut. Kavallerie wird hier weiter verschoben. Sie verlassen den Wald, können damit aber nicht wieder in versorgtes Gebiet zurückkommen. Und jetzt werden wir hier beschossen. Mehr macht der Gegner interessanterweise nicht. Was bedeutet, dass wir ihn hier unten jetzt vernichten können? Warum ist er nicht dahin gegangen? Ach so, weil er es nicht konnte, weil, genau, weil er da doppelt angrenzt. So, dann schicken wir diese Einheit mal zum Feuerlöschen. Können wir angreifen? Können wir, machen aber kaum Schaden. Das ist also wenig sinnvoll. Hier waren wir. Was ist denn das hier? Ach so, weil da raus Gelände ist, geht das nicht? So, die kann dahin schießen. Wir gehen stattdessen aber auf den Hügel. Die kommt zurück. Wie sieht es mit denen eigentlich aus? Die sind jetzt wieder aufgefrischt. Dann sollen die auch mal bitte aufmarschieren. Die haben noch zu knapsen. Zwingen wir den Gegner mal zum Rückzug da oben. Und vernichten die Einheit. Müsste eigentlich eine gute Position sein, weil wir dann die und die hier ins Karree zwingen können, oder? So, Sturmangriff. Okay, die Artillerie kann das Reaktionsfeuer nicht gegen unsere Linien bringen. Badadadadadada. Auch nicht gegen die Einheit, dann müsste es jetzt möglich sein, die Stadt einzunehmen. Ja, Gegner ist zerstört. Wir haben die Stadt erobert. Ihr könnt euch da eine Runde auffrischen. Ihr kommt mal hier rüber und schießt auf diese fliehende Kavallerieeinheit. 2-1 Schaden, das ist auch schon ganz gut. Können wir mit der auch noch mal. Das macht einen Schaden, das ist okay. Was machen wir mit der Kavallerieeinheit hier? Lass uns die mal zurückziehen, die ist ein bisschen angeschlagen. Und die kann hier einfach ein bisschen durch den Wald sich bewegen und da Gebiete einnehmen. Da haben wir noch die, genau, die sollten stehen bleiben, so ist es. Und da kommt weitere russische Verstärkung. Und mehr macht der Gegner aber nicht. Doch, macht er doch. Kavallerie rückt vor. Verstärkung rückt vor, die da haben wir ins Karree gezwungen, genau. Jetzt werden wir hier unten angegriffen. Das ist auch interessant. Haben sie ordentlich Moralschaden verursacht. Und da im Zentrum werden sie Ähnliches versuchen. Auch das ist erfolgreich. Und es ist uns wieder nicht gelungen, diese Feuer zu löschen. Nun denn, die Artillerie nach vorne. Ihr sollt da verstärkt werden. Ja, aber wohin mit der Einheit? Es kommt ja noch mal Verstärkung vom Gegner, ne? Allerdings weiß ich gerade nicht von wo. Da nicht angreifen.
So rum geht's, aber. Okay. Ihr könnt auch schießen. Zumindest ist hier oben das Feuer gelöscht. Das war ja auch schon mal eine wichtige Sache. Wir warten da noch mal eine Runde, würde ich sagen. Ah, die Aufmarschwege sind echt blöd. Guck mal, eine Runde da hoch, dann da, dann da, dann über den Fluss. Lasst uns mal hier zwischen die feindlichen Linien gehen und diese fliehende Einheit angreifen. Sehr nice. Die sind aufgefrischt. Was ist da? Seine Majestät Kürassier sind das. Weitere Gardekavallerie. Ja, ist mir schon aufgefallen, ne, dass die Kavallerie echt stark unterwegs war. Aber die müssen sich jetzt zurückziehen. Wir bleiben in der Stadt, versuchen weiter das Feuer zu löschen. Die Kollegen können dann jetzt mal vorkommen und auf das Gerät zu schießen bringt halt überhaupt nichts. Warum? Weil wir aus einem Wald kämpfen. Ja, dann schießen wir unten auf die Kolonne. Das macht leider nur einen Schaden. Tja, und die? Mal da oben rum. Sehr gut, sehr gut. Wir haben noch diese Kavallerieeinheit 1-1. Ja, das können wir uns aber leisten. Das machen wir. Tatsächlich haben wir keinen Schaden erlitten. Sehr, sehr gut. Würfelglück gehabt. So, und dann schauen wir mal, was die Gegner nun machen. Sie greifen uns da an, wo wir nicht ins Karree gehen können. Mit den Kürassieren des Zaren. Und zwingen uns tatsächlich auch zum Rückzug. Und die greifen uns auch an. Das war riskant. Jetzt werden sie desperate. Verzweifelte Gegenangriffe. Da kommen sie vom Hügel runter. Obwohl sie hier Fernkampfbonus haben, gehen sie in Nahkampf. Warum? Vielleicht wegen des Ansturmbonus vom Hügel runter. Oh, da wollen sie uns jetzt abschneiden. Guckt euch das an. Ja. Was ist denn mit denen? Die können wieder nur dahin schießen. Ne, ich will die lieber weiter vorbewegen. Die kann immerhin dahin schießen. Das ist doch schon mal was. Seht ihr das mit den Aufmarschwegen? Das ist echt blöd. So, Reaktionsfeuer aus dem Maslova. Ich habe mir jetzt mal entschieden, hier vorzugehen. Das wird endlich mal Zeit. Und auch wenn wir von denen ordentlich was zurückkriegen werden. Eins. Eins, eins. Ich will die in die Flucht schlagen da. Dann können wir mit denen immerhin hier zwei Felder weit gehen. Wir haben auch immer noch diese Kavallerie. Wollen wir mit denen was machen? Nö. Können wir diese Kürassiere eigentlich endlich mal in die Flucht schlagen? Sieht nicht danach aus, ne?
So, die versuchen hier den Kessel zu durchbrechen. Unsere Chasseur Archival kommen wieder vor, greifen die Kürassiere des Zaren an. Ach ja, hier unten waren die Leibgardejäger. Genau. Okay, dann können wir hier weiter marschieren. Angreifen können wir nicht, weil dieser Hügel da wieder im Weg ist. Ungeblich. Dann marschieren wir mit denen nach Norden. Die haben ja nur Moralschaden durch das Feuer. Die können sie ja auch da oben regenerieren. Das ist also schon in Ordnung. Und dann können wir aber mit der Kavallerie mal die Leibgardejäger hier abschneiden. Drehen wir den Spieß nämlich um. Dann sind unsere wieder hier im Nachschubgebiet, beziehungsweise können Kommandos bekommen und die Leibgardejäger nicht. Ja, Napoleon kann da an den entscheidenden Stellen nicht mitwirken. Dann soll er mal sich gen Norden bewegen. Und weiter geht es mit dem Zug der russischen Armee, die eine weitere Verstärkungseinheit bekommen hat und sich jetzt auf unsere Stellung zubewegt. Um Maslowa gehen die ersten Scharmützel los. Hier kommt der nächste Sturmangriff, anstatt dass sie Fernkampf einsetzt. Verstehe ich nicht. Muss wirklich mit dem Anstürmbonus zu tun haben. Hier passiert das Gleiche. Und die schießen auch nochmal auf uns, ja. Nochmal Nahkampf. Eieiei, vielleicht sollten wir die mal zurückschicken. Das Feuer ist immer noch nicht gelöscht. Kinder, was macht ihr den ganzen Tag? So, das hat jetzt aber noch nicht gereicht, um die zum Rückzug zu zwingen. Okay. Dann die Kavallerie mal vorgehen und die da hinten ins Karree zwingen. Die Chasseure. Ein Schaden, ne? Also wir sind über den Fluss gegangen und einen Hügel hoch, aber die konnten halt nicht ins Karree, deswegen wollte ich das Risiko mal eingehen. So, vielleicht können wir die abschneiden. Das wäre ja auch nochmal was. Und unsere Artillerie kann hier das Feuer auf die Schanzen eröffnen. Und die, wo trifft die hin? Die trifft diese Einheit, was auch schon ganz gut sein dürfte. Denn mit verbessertem Fernkampf zwingen wir sie so zum Rückzug. Und ich bin geneigt, jetzt einfach weiter vorzumarschieren. Ah. Schicken wir mal Napoleon hin, der soll da Moralboost geben. Tja, mit denen können wir die fliehenden Einheiten nicht erreichen. Das ist schade. Die werden wir jetzt vorbewegen. Kriegen natürlich Reaktionsfeuer, das ist klar. Und dann werden wir hier mal den ersten Sturmangriff führen, der überhaupt nichts bewirkt. Aber wenn wir jetzt dahin schießen, müsste das sie sogar zerstören. Das heißt, wir können hier hinziehen und können dann in der nächsten Runde die 48. Linie, die ja auch ausgeruht ist und aufgefrischt, hier hinbringen und sie dann von drei Seiten bearbeiten. Fallen wir da nochmal auf die Kolonne. Wir werden uns dann im nächsten Zug zurückziehen müssen.
So, die erreichen auch nichts mehr. Die könnten vorrücken, das wollen wir nicht. Die könnten vorrücken, das wollen wir nicht. Die sollen weiter versuchen, das Feuer zu löschen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich weiß gar nicht, kommt eigentlich noch eine russische Verstärkung oder sind jetzt alle da? Bin ich 100% sicher. Sie kommen jetzt hier auf den Hügel zurück und stürmen wieder auf uns hin. Das ist interessant. Und sie machen ja ganz gut Schaden. Der Moralschaden ist das Problem. Die werden jetzt auch nochmal angreifen. Frage ist, können sich unsere Truppen zurückziehen oder sind die jetzt vernichtet? Sie können sich zurückziehen. Glück gehabt. That was lucky. Und sie kommen sogar in unsere Richtung. Eine Verstärkung steht noch aus, der Gegner. Muss ich mal eben schauen. Die sollen dahin gehen, die Chasseur. Dafür sind sie ja gemacht. Und hier diese fliehende Einheit aufreiben. Dann können sie auch direkt weitergehen. Das ist okay. Und die sollen mal hier den Feind abschneiden. Haben wir nämlich Angriffsbonus. Drei Moralschaden immerhin. Ihr könnt hier weiter marschieren. Ihr versucht nochmal eine Runde das Feuer zu löschen. Oder ihr kommt hier hoch zum Verstärken. Macht das vielleicht erstmal. So. Wie ziehen sich zurück? Die zwingen die in die Flucht. Können wir das hier wiederholen? Vermutlich. Und sie sogar direkt zerstören. Oh, es könnte sein, dass das blöd war. Wartet mal kurz. Ah, die können sowieso nicht schießen, weil der Hügel dazwischen ist. Ja, okay, dann ist egal. Die versuchen das Feuer zu löschen. Die ziehen sich zurück. Die kommen vor. Kassieren dann natürlich ebenfalls Reaktionsfeuer und schießen rein. Das bringt überhaupt nichts. Dann versuchen wir es mit dem Nahkampf. Da können wir nicht hin, weil das auch an den Gegner angrenzt. Versuchen wir es auch da nochmal mit dem Nahkampf. Okay. Auch kein Erfolg. Also das heißt, wir müssen unsere Artillerie dann wohl nochmal dahin bringen, ja? Aber wir haben ja noch Zeit. So, da kommt jetzt eine Verstärkung rein. Das ist ja auch mal interessant. Feindliche Kavallerie hinter unseren Linien. Geht auch direkt vor und sucht unsere Nähe. Wird uns wahrscheinlich da angreifen. Maslowo wird auch weiter verteidigt. Endlich ist das Feuer in Knyaskoro gelöscht. Das hat aber auch gedauert. Und damit ist die eine voll einsatzfähig. Ihr auch, aber ihr sollt da bitte auch nochmal das Feuer löschen. Und, ich meine, das spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr, ne? Aber. So, Feuer frei! Wow, das reicht nicht um die. Okay. Dann Kavallerieangriff mit den Husaren gegen. Eine namenlose Einheit. Okay, dann müssen die hier unten mal weiterarbeiten. Der Gegner vollkommen desorganisiert. Kein Kommandant in Reichweite. Hier können wir sogar noch mal fliehende Einheiten vernichten. Und vorrücken. Das führt aber nicht dazu, dass sie out of command sind. So, ihr wechselt mal die Position.
Hier geht vielleicht mal über einen Fluss, weil vielleicht können wir von Novoya aus darüber schießen. Und die dann hier auf den Hügel, vielleicht geht das mit der Artillerie, ich bin nicht so 100 Pro sicher, aber möglicherweise ist das eine bessere Option, als beständig gegen diese Siedlung anzurennen und null Schaden zu machen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Krass. Oh, jetzt. Ja, weil sie umzingelt sind. Ah, weil das Feld noch frei war, galten sie nicht als umzingelt. Ah, dann hätte ich das ja auch mal früher einleiten können. So, ihr verstärken. So, dann werden die vielleicht nochmal auf uns schießen. Ich weiß nicht. Nö. Werden sie nicht. Ja, dann, liebe Freundinnen und Freunde, die letzten Angriffe gegen Maslowo. Wieder nicht erfolgreich. Warum sind die so viel stärker? Weil sie vom Hügel kommen. So ist es. Dann ist wahrscheinlich auch sinnvoll, hier nochmal die Einheit mit dem Fernkampfbonus dahin zu bringen. Ihr sollt jetzt endlich auf den Hügel. Ihr sollt euch hier rüber verlegen nach Borodino, damit nämlich diese Batterie nach Novoje ziehen kann. So sieht's aus. Ihr könnt keine Städte angreifen. Ihr könnt versuchen, da nochmal reinzuschießen. Bringt leider ja nichts. Und Monsieur l'Empereur? Keine Ahnung. So, die Husaren werden hier diese, ich weiß nicht. Die anderen sahen aus wie Husaren. Die sehen aus auf dem Bildchen hier wie Chasseur. Oder? Nee, Dragoner eher. Ist ja auch egal. Kavallerie halt, hat sowieso, haben alle die gleichen Werte. Und was ist jetzt mit denen? Ziehen die sich jetzt hier rüber hin zurück? Ja. Macht aber nichts, dann haben wir sie in der nächsten Runde. Es sei denn, die können da hinschießen, aber nee, weil sie an der Ecke stehen, können sie das nicht. Also nochmal eine Runde weiter. Vielleicht schaffen wir es so. Wir haben das Feuer gelöscht, habt ihr das gesehen? Utica ist endlich gelöscht. So, Kavallerie greift im Wald an. Auch so eine ungewöhnliche Sache, würde ich mal sagen. Die können da nicht hinschießen. Was ist im Weg? Der Hügel? Die können da auch nicht hinschießen. Ich raste aus. So, jetzt erstmal ihr hier mit dem verbesserten Fernkampf. Das funktioniert zumindest. Der Sturmangriff vom Hügel runter funktioniert auch. Und die Kavallerie kann hier eh nichts bewirken, dann schicken wir die da mal weg. Die bewegen wir dann mal Zug um Zug näher an den Feind. Selbes Spiel da oben. Ja, und dann müssen wir wohl noch mal in die nächste Runde gehen, ne? Ja, wir greifen da auch noch über, also aus dem Wald und über einen Fluss an. Das funktioniert sowieso alles nicht. Der Gegner kriegt wieder eine Verstärkung, schießt da auf unsere Einheit. So sei es. So, da kann unsere Fernkampfeinheit, die 21. Linieninfanterie, da nochmal reinschießen. Und die Artillerie endlich, endlich sorgt dafür, dass da ein Feuer ausbricht. Und damit haben wir gewonnen. Die Moral des Gegners ist gebrochen. Das war, ja, gelegentlich tricky. Unsere Artillerie mit der Stufe 3 Beförderung war schon
eine richtig gute Sache, richtig wichtig auch wieder, die halt ja die Gegner zum Rückzug zwingt. Ich glaube, ohne die würden wir bei diesen fortgeschrittenen Schlachten, sage ich mal, auch überhaupt nicht so gut mehr durchkommen. Na gut, wir haben gewonnen, Eliminierungssieg. Wir gehen noch mal weiter schauen. Die nächste Schlacht ist Lützen. Nun denn, da haben auch andere schon mal gekämpft. 200 Jahre vorher. Die Schweden zum Beispiel. Ja gut, liebe Freundinnen und Freunde, das war's mit der Schlacht bei Borodino. Das nächste Mal weiter dann mit Lützen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und au revoir et vive l'Empereur.